unser Kulturtipp in dieser Woche. Baselitz, Richter, Polke und Kiefer, die vier deutschen Malerstars, vereint in einer Ausstellung in den Hamburger Deichtorhallen. Die Schau bietet einen neuen, umfassenden Blick auf die frühen Werke, den Grundstein ihres Schaffens. Die jungen Jahre der alten Meister lautet der durchaus ironische Titel, noch bis zum 5. Januar in Hamburg. Für Lichtzauber bei Anbruch der Dunkelheit sorgt das Festival Castle of Light im schottischen Edinburgh. Die alte Schlossfassade wird zur Leinwand für atemberaubende Lichtprojektionen, die von der 1000 Jahre alten Geschichte des Gemäuers erzählen. Ein Erlebnis für die ganze Familie. An diesem und am kommenden Wochenende aber bitte schön warm anziehen. Zum Jahresende lockt das Opernhaus in Rom mit Giuseppe Verdis die römische Vespa. 1855 für die Pariser Opera Garnier anlässlich der Weltausstellung komponiert, greift das Werk auf ein blutiges Kapitel der Geschichte zurück, den Aufstand der Sizilianer gegen die französischen Besatzer im 13. Jahrhundert. Tremble, Tremble heißt die beeindruckende Videoinstallation der Irin Jessie Jones im Guggenheim Museum in Bilbao. Das Werk der renommierten Künstlerin, die für ihre Auseinandersetzung mit feministischen und Frauenthemen bekannt ist, befasst sich mit dem Mythos Hexe. Zu sehen bis zum 1. März in Bilbao. Bereits 1915 war Charlie Chaplin ein internationales Kulturphänomen, das Künstler wie Fernand Léger, Chagall, Man Ray oder Dali inspirierte. Eine Ausstellung in der französischen Stadt Nantes zeigt, wie Chaplin und seine Filme die Künstler Avantgarde beeinflussten.